So, schöne Grüße erstmal von der Lama Ranch. Ich wollte gerade eben anfangen, ein Review zu drehen, ein Langzeitreview über die Ed Mahoney Buckelmesser. Ja, Design von Ed Mahoney, 1.7 Michael Helwig. Hör mal, die Fische hier so einen Tamtam. Guck mal hier, Achtung, da hinten. Wallabies, kleine Kängurus. Und hier haben wir noch ein Baby, das ist mini, 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 mini. Ja, so, ich gehe jetzt mal rein und hoffe, ich kann ein bisschen drehen. Hammer, hammer. Okay, kommt, gehen wir rein. Aber heute kommt noch ein Video. Ich wollte euch noch mal die zeigen. Haben wir nicht mehr viele von. Habe ich gerade eben gehört. So, das machen wir heute mal so ein bisschen improvisiert. In der Tat habe ich, oder haben wir drei, oder respektive vier. Das ist Frau Brems Version. Das hat Olivenholz. Ja? Das ist dem Junior seins. Da bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, das ist Buche. Und das ist meins. Das hat G10. Leiterdamast. VG10 Kern. Hören wir mal zu den Schneideigenschaften. Weil ihr denkt, Buckelmesser ist vielleicht nicht scharf, sondern einfach nur um Butter zu verstreichen. Stimmt nicht. Eine handelsübliche Tomate. Die ist aber schon von vorgestern. Also ein bisschen quatschig. Komm, tippetopp. So, also die ist ein bisschen quatschig schon. Ja, das ist meins, wie gesagt. Zack. Des Juniors. Zack. Und Frau Brems. Zack. Ja. Wie gesagt, die ist schon etwas quatschig. Nicht die Frau Brems, sondern die Tomate. Das macht es dann ein bisschen schwieriger zu schneiden. Ja, ist aber nicht schlimm, weil die Messer sind scharf. Problem ist dann immer, dass man am Anfang die Haut ein bisschen runterdrückt, wenn die quatschig sind. Aber es ist nicht so dramatisch. Ja, ich muss auch dazu sagen, wenn man eine Tomate kauft. Ich komme ja aus dem Lebensmittelbereich. Ja, so, jetzt drückt die sich ein bisschen tiefer runter, weil halt die Fläche immer kleiner wird. Die haben einen langen Weg. Auch wenn die, sagen wir mal, aus Spanien kommen. Es gibt ja kaum Tomaten, die in Deutschland noch gezüchtet werden. Aber hier, diese Messer sind schon sehr, sehr präzise. Ja, ganz kurz. Jetzt mal ganz kurz gezeigt. Das ist der Schapal Messerschärfer. Den haben wir damals gekauft. Oder vielmehr, ich habe den nicht gekauft, ich habe den zur Verfügung gestellt bekommen. Und der eine oder andere wird sagen, wie kann ich den schärfen, VG10 schärfen. Dann haben wir hier so einen Carbidschärfer und da haben wir dann anschließend noch einen Keramikschärfer. Ich ziehe nur einmal durch den Carbid. Nur einmal. Weil wir sind uns nicht zu schade, mit diesen Messern auch auf Keramiktellern zu schneiden. Ja? Auch hier ohne Druck, wie beim Carbid, da überhaupt gar kein Nulldruck. Am besten nur drüber schweben lassen. Ja? Wie gesagt, er entwickelt und entworfen vom Ernst Siebenmeister Helwig. Da steht der Name, da steht VG10. Das ist Leiterdamast mit einem VG10 Kern. Ihr seht das. Ja? Wir haben auch noch andere Versionen. Ich will euch jetzt aber auch nur ganz schnell das mal zeigen. Wie gesagt, ich habe noch einen Trost auf eins und in Mülheim-Kerlich, wo Frau Brems wohnt, haben wir halt drei. Die werden, das muss ich so leider sagen, ich verrate ein Geheimnis, bei Ottermesser für uns gebaut. Ja, also. und sieht's. Der VG10-Kern ist ganz schnell wieder zum Leben zu erwecken. Ja. Mit so einem Schärfer. Ihr braucht da kein Hexenwerk.
Ja? Ich sag mal, wenn das nicht überzeugt, mit dem, mit meinem Intruso habe ich schon mal einen Feuerstahl angerissen, aber hier mit oben. Ja? Die Buckelmesser gibt es von diversen Herstellern, also aber nicht dieses hier. Das hat, wie gesagt, der Ernst Siebenmeister Hellwig entworfen und bei Otter gebaut für uns. Ja? Sehr, sehr schönes, führiges Küchenmesser, mit dem ich zum Beispiel auch schon mal Salate schneide, wenn es sein muss. Ja, aber grundsätzlich sollte man, wenn schon, seht ihr hier, man kann auch ein bisschen Wiegetechnik machen, sagen wir mal bei Kräutern und so. Und ich denke mal, das ist echt eine schöne Geschenkidee. Die gehen, glaube ich, so ab 35 Euro gehen die los. Gibt es in diversen Hölzern und so weiter. Ich packe euch den Link in die Beschreibung. Guckt ruhig mal rein. Wir haben da wohl nicht mehr so viele von, deshalb habe ich das Video jetzt mal vorgeschoben. Wenn ihr eins mit Holz nehmt, tut euch einen Gefallen. Zum Beispiel bei dem Olivenholz. Reibt die ab und zu mal mit ein bisschen Öl ein. Zum Beispiel Olivenöl oder was auch immer. Schöne Maserung. Ja. Manche Hölzer, die wir da benutzt haben oder verbaut haben. Schliff ist übrigens auch von Ottermesser. Die sind vom. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Das ist unbegreiflich. Stammen von Christian Bruns. Ich habe echt den Namen vergessen. Ich kenne den Mann seit. Ja. Ich werde jetzt 50 dieses Jahr. Ich kenne den Mann seit 30 Jahren. Der hat früher an der Tür gestanden. Im Logo in Koblenz. In dem bin ich sehr oft verkehrt. Ja. Und. Oh, der stand an der Tür. Buckelmesser, was willst du sagen? Ich finde die gut, ich finde die cool. Mein Mentor, der Ernst, hat die entworfen. Der hat auch das Leiterdamast erfunden. Oder den Leiterdamast? Ne, das Leiterdamast erfunden. Und bin sehr stolz drauf. Tja, Ernst Mahoni. Ernst Mahoni. Ed Mahoni Buckelmesser. Kooperation. Ed Mahoni. Ernst Siebenmeier Hellwig und Ottermesser. Danke fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Und wie immer gilt, tschüss, Madiot, schwenkt die Hut, tschüss, Abend, schwenkt die Kapp und ernährt euch gesund. Gut. Tschüss, Glück. Ich hab's vergessen. Solltet ihr mal so wie ich so ein Video gedreht haben, ne? Schmeckt prima auf Brot mit ein bisschen Butter drüber. Bisschen Paprika. Ich habe jetzt kein Brot da. Ja, Frau Brehm ist ja gerade einkaufen. Bisschen Brot, Butter, zack. Bisschen Pfeffer, Paprika und ein little bit Salz. Nicht zu viel. Salz ist nicht immer so unbedingt 100 pro für euch. Ja. So. Dann nimmt man sein Buckelmesser, schneidet sein Brot. Also ich esse unheimlich gerne Brot. Mit Messer und Gabel, ja. Ja, das ist gut. Brot wäre jetzt noch viel besser dabei.